Der liebe Tino von Retro-Ecke hat uns seine größten Schätze geschickt und wir versteigern sie in seinem Namen. Gucken wir uns doch mal an, was hier für geile Schätze dabei sind. Also das erste nehme ich direkt vorweg. Ich kann mich wirklich nicht halten. Das ist Yoshi's Island für das Super Nintendo. Ich hatte mal genau diese Variante in zehnfacher Ausführung von so einem italienischen Händler gekauft. Alle mittlerweile verscherbelt. Ich beiß mir wirklich so in den Hintern und du hast noch so eine geile Variante als VGA. Inner 85, herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Beziehungsweise herzlichen Glückwunsch an den neuen Besitzer. Ah, Mega Man X. Das ist ehrlicherweise kein Original in dem Sinne, aber es ist trotzdem von Capcom eine Neuauflage, die es nur 8500 Mal auf der Welt gibt. Und du hast uns eine davon gegeben. Inner 85, stabil. Jetzt mal was Kleines, Feines, Süßes. Kriegt man manchmal noch sealed auf eBay, aber gegradet schon ein bisschen schwieriger. Und zwar ein Pokémon Mini. Das war eine, naja, weniger erfolgreiche bzw. gefloppte Konsole von Nintendo. Und hier ist das Spiel Pokémon Pinball Mini mit dabei. 85 plus Gold, geiles Spiel. Dann haben wir für den 3DS noch ein paar Leckerbissen. Und zwar einmal The Legend of Zelda, Majora's Mask in der 9.6 und mit der gleichen Wertung von Bata auch Metroid Samus Returns. Das sind doch mal zwei richtige Leckerbissen für 3DS-Fans. Wir werden immer gefragt, ob wir Battletoads haben. Und ja, wir haben es da. Vielen Dank, lieber Tino. Du hast uns Battletoads in der limitierten Auflage von 2000 Stück gesendet, ja? Hier steht's auch drauf. Im Jahr 2018 kam nochmal ein Reprint auf den Markt. Du hast uns eine von 2000 Stück gegeben. Vielen Dank für die Ehre. Wir werden dafür einen neuen Käufer finden. Vielleicht bist du es ja sogar. Sonst haben wir noch WWF, das ist ganz nett. Earthworm Jim, aber ich glaube, mein persönlicher Favorite, Pokémon Snap. Ziemlich cool. Vielen Dank, Tino. Schaut doch mal bei seinem Kanal bei Retro-Ecke vorbei. Und wenn ihr diese ganzen Sachen in der Auktion erleben wollt, dann sage ich euch mal was. Die läuft gerade noch. Also unbedingt die Bio abchecken und vielleicht bekommt ihr eines dieser Games zu eurem absoluten Traumpreis.